Ist das André, der Schmied von Dark Souls? Er sieht aus wie André von Astora. Oder wie Gwyn. Vater. Ach, mein Vater ist das. Ist das? Ich habe versagt. Vielleicht haben mich die Jahre endlich eingeholt. Kümmere dich nicht um meine Wunden. Es hat keinen Zweck. Dafür ist es zu spät. Wolf, du musst das hier nehmen. Versteckter Tempelschlüssel. Der Schlüssel zum verborgenen Hirata-Tempel. Ein Geschenk vom Uhu. Sind wir wirklich der Sohn des Uhu? Okay. Jetzt, wo ich ihn sehe, passt der Name. Der geheime Tempel befindet sich ganz hinten im Hirata-Anwesen. Der Herr ist absolut. Verteidige ihn mit deinem Leben. Wenn er entführt wird, bring ihn um jeden Preis zurück. Was ist das? Der Schlüssel zu dem geheimen Tempel im Wohnhaus des Anwesens. Der göttliche Erbe ist dort. Der Vordereingang ist keine Option. An dem Feuer kommst du nicht vorbei. Jawohl. Vielleicht über die Klippen gleich hier draußen. Ja, kehr zum Eingang zurück und geh seitlich an den Klippen entlang. Nimm den Hintereingang über den Friedhof. Das ist dein Weg hinein. Verstanden. Wolf, vergiss niemals die eisernen Regeln der Shinobi. Ja. Dein Herr ist absolut. Wolf, beschütze den Herrn mit deinem Leben. Vater. Oh. Zurück geht's wohl nicht mehr. Von mir aus nach links gehen und den Klippen folgen. Wenn ich über den Friedhof gehe, finde ich einen Weg ins Innere des Anwesens. Überlass das mir, Vater. Vater, ich werde dich rächen. Und eigentlich geht es uns gar nicht um Rache. Wir wollen ja nur den König zurückholen, oder den Herrn, oder wie auch immer der heißt. Den Klippen folgen. Ich habe immer noch nicht diese dreistöckige Pagode gefunden, um ehrlich zu sein. Das hier ist sie auch nicht, oder? Nö. Glaube nicht. Gut, dann müssen wir wohl hier diesen Todesweg auf uns nehmen. Gut, dass wir, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Das ist eine kleine Plotlücke, fällt mir gerade auf. Wir sind erst in der Lage, diese Sprünge zu machen, seitdem wir die Armprothese haben. Weil die ist ja unser Enterhaken, den wir die ganze Zeit benutzen, um uns fortzubewegen. So, den Arm haben wir aber erst jetzt verloren. Das war nicht vor 3 Jahren. Das heißt, in dieser Erinnerung damals, vor 3 Jahren, hatten wir diese Armprothese noch gar nicht. Das heißt, entweder ist es eine Lücke, oder wir spielen gar nicht 1:1 die Erinnerung nach, so wie das damals gewesen ist. Weil er erinnert sich ja auch nicht mehr so wirklich, laut eigener Aussage.
Das ist jetzt halt die große Frage. Ist das die Wahrheit, die wir hier sehen, oder ist das alles Einbildung? Prothese hatten wir auf jeden Fall damals noch nicht. So viel steht fest. Ich hätte gerne nochmal so einen Schrein, dass ich nicht das alles nochmal machen muss, wenn ich jetzt hier krepiere. Kann ich wieder lauschen? Ich wette, das Feuer im Anwesen ist mittlerweile total außer Kontrolle. Ja. Wenn jemand raus will, muss er den Weg durch diese Höhle nehmen. Lass keine einzige Ratte entkommen. Befehl von Yuzo-sama. Ich weiß, ist mir egal. Ich hasse selbstsüchtige Bastarde, die ihre Leute beim ersten Anzeichen von Gefahr im Stich lassen. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Weg. Oh, fuck, da sind, ist noch ein Bogenschütze. Den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Fuck! Ach, wieso hänge ich jetzt da in den Dingern fest? So einfache Gegner aber irgendwie ach, das ist auch wieder einer von den dicken Axttypen. Irgendwie will er gerade nicht so richtig, ne? So, den Axttypen würde ich gerne backstabben. Kommt da? Weiß nicht, ob der mich hier sehen wird. Wahrscheinlich ja. Ich mache auch gleich eine Pause, Yusei. Ich muss was essen. Bis später. So, ich habe jetzt in dieser ganzen Hektik ein bisschen den Überblick darüber verloren, wo es lang ging. Also hier haben wir den Tempel. Hier bin ich gewesen. Da geht's in die Höhle. Okay, das ist einfach nur... Es gibt nur den einen Weg. Verstehe. Keine Heilung mehr, ne? Also nur noch die Heiltügelchen. Habe ich irgendwie einen Schrein verpasst? Bisschen lange her, dass der letzte Schrein kam, finde ich. Wandsprungkette anwenden mit Halt Wandsprungkette. Das ist ja wie bei Super Mario. Tatsache. Aber über den Friedhof sind wir jetzt nicht wirklich gegangen. Hier ist eine Statue. Können wir endlich uns erholen. Sehr gut. Haben wir ein neues Level? Auf jeden Fall erstmal rasten. Und mal schauen, ob wir irgendwas Sinnvolles lernen können. Die Dinge habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Gewährt die Kampfkunst Nachtschwalbenhieb. Ein drehender Sprungangriff, der die Distanz zum Feind schnell verringert oder vergrößern kann. Die Technik stammt vom Ashina, dienenden Nachtschwalben-Clan. Sie verstärken den Schlag durch das Gewicht ihrer größeren Wurfsterne. Die Schnubbi-Prothese ist ähnlich anwendbar.
Aha, okay, das funktioniert dann auf den Wurfsternprothese, oder wie funktioniert das? RB während der Greifhakenbewegung. Hm, das muss ich mal ausprobieren. Hat sich bisher mir noch nicht so wirklich offenbart, wie ich das benutze. Emmas Medizinintensität erhöht die Heilwirkung von Erholungsobjekten. Diese Technik hat Emma vor langer Zeit den Bildhauer gelehrt. Sich an den Geschmack zu erinnern, verstärkt die Wirkung. Leider verbessert das nicht den Geschmack. Ja, das ist auf jeden Fall langfristig auch sinnvoll, weil die sind echt schwach, die dieser Kürbissaft. Fangzahn und Klinge lässt nach dem Einsatz bestimmter Prothesenmodule gleichzeitig Angriffe mit Modul und Schwert oder einen Folgeangriff für das Modul zu. Für die geladene Axt ist das. Eigentlich, die Prothesenmodule, die benutze ich momentan noch nicht so viel, was, glaube ich, gar nicht so schlau ist. Ich glaube, das sollte ich mehr machen. Die Mikiri-Konter, ne? Darauf sollte ich, glaube ich, sparen, die 3 Punkte. Ganz schön lang, diese Erinnerung. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre so eine Art Nebenlevel, wo ich, wo man am Ende dann einen Endboss hat und man dafür was ganz Besonderes freigeschaltet bekommt. Ähnlich wie die Erinnerungen in Dark Souls 2, diese Erinnerungen der Giganten oder wie die hießen. Wo es jetzt nichts Mächtiges am Ende gab, aber die recht schnell erledigt waren. Aber das hier scheint eine richtig offene Welt zu sein, also ganz normales Level. Nicht so ein kleiner Bonus-Level, optionaler. Kommt mir zumindest momentan so vor. Das ist wieder so ein Axt. Ja, die haben mich, glaube ich, entdeckt, oder? Level 2 habe ich in jedem Fall. Das war dumm. Das sind halt sehr viele, ne? Meine nervt halt der Bogenschütze. Hat auch eine relativ hohe Schussfrequenz. Seht ihr, das ist einfach dumm. Jetzt brenne ich. Wie lange brennt man denn? So lange, bis ich das Item benutze? Schon ausgegangen. Ist es vielleicht gar nicht so dumm, diesen einen Angriff zu skillen. Vielleicht brauche ich den doch so langsam, der mehrere Gegner angreift. Da gab es ja so einen Schlag, den man lernen konnte. Ich glaube, der kostete auch nur einen Punkt. Erstmal hier, ob hier noch irgendwas ist.
Göttliches Konfetti. Konfetti mit göttlichem Segen zur Verbannung von Erscheinungen. Das Papier wird in einer Zeremonie mit Urquellwasser hergestellt. Wie die Götter die Wasser segnen, so segnet auch das Konfetti all jene, die es berührt. Somit ist es möglich, Gegner vom Typ Erscheinung anzugreifen. So aus, als wäre das sowas wie dieser... Wie nennt sie sich das? Nannte sich das göttlicher Segen von Dark Souls 1? Nee, irgendwas, das war, glaube ich, irgendein Fluch von Dark Souls 1, der es halt einem ermöglicht hat, die Geister anzugreifen. Kann ich hier irgendwie einen Shortcut oder sowas? Könnte heißen, dass es doch Übernatürliches gibt. Wir haben ja auch schon... Ja, okay, übernatürlich sowieso. Wir haben ja einen... kennen ja schon einen Menschen, der quasi untot ist und immer wieder von den Toten aufersteht. Unseren Freund am Tempel. Was ich mit dem Geld mache, ist mir noch nicht ganz klar. Abgesehen davon, dass ich da diese, diese Teile von kaufen kann, womit ich meine Prothese benutzen kann. Habe ich da noch nichts gefunden, wo ich das sonst für ausgeben könnte. Sitzt ein größerer Brocken. Scheint mir wie ein recht starker Gegner. Er ist auf jeden Fall übermäßig groß. Und er hat vor allen Dingen auch übermäßig viele Freunde dabei. Könnte interessant werden, vor allen Dingen, weil ich keine Lebensenergie mehr habe. Er hat 6 Freunde dabei und dann auch noch der Dicke. Wow. Gibt's denn hier irgendwo die Möglichkeit, hinten einen zu erwischen? Da ist auf jeden Fall ein Nebeltor, das heißt, die hier gilt es auszuschalten, um weiterzukommen. Was mich ein bisschen wundert, ist, der Weg ist doch echt weit hierher. Hier nicht noch irgendwo eine Statue ist. Da ist noch einer. Bist du denn? Du bist weit gekommen. Für einen Abtrünnigen bist du ein würdiger Shinobi. Es ist meine Pflicht, den jungen Herrn zu beschützen. Kurosama, wenn ich versage, wird Ishin-sama mir niemals vergeben. Lass uns zusammen kämpfen! Oh, bist du sowas wie ein NPC? Hör mich an! Mein Name ist Sogami Genzai. Wieso der Trinker? Ich stand an der Seite des Ashina-Clans, als sie dieses Land eroberten. Ich bin mir nicht so ganz... Wow! Wow! Mit einem Schlag tot. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er jetzt ein NPC ist, den ich hier quasi holen kann, um jetzt Unterstützung zu holen, oder ob der einfach immer da ist. Ja, das ist ja ein bisschen heftig, würde ich mal behaupten hier. Mein Kumpel ist auf jeden Fall tot. Yeah.
Komm ich hier wieder raus? Ich möchte jetzt hier nicht sterben unnötig, weil das ist mein Tod auf jeden Fall. Auch keine Wiederbelebung mehr. Nee, sorry, das bringt nichts. Da muss ich leider feige zurücklaufen. Hier rasten. Hab ich irgendwas? Ich habe 2 Erfahrungspunkte. Das ist nicht verkehrt, dieser Wirbelwindhieb. Flug parieren. Ja, und das hier möchte ich natürlich, ne? Kostet einfach 5 Punkte, das ist schon heftig. Okay, Wirbelwindhieb. Mache ich mit LB und RB. Muss ich das denn irgendwo ausrüsten, diese Fähigkeiten? Kampfkünste sind Spezialangriffe, die auf die Stärken des Kampfstils beruhen, zu dem sie gehören. Zum Benutzen werden sie im Ausrüstungsmenü ausgerüstet und durch das Fähigkeitenmenü oder besondere esoterische Texte erlernt. Das dachte ich mir fast. Ach, das ist das Ding. Ach, okay, dann kann ich hier mal nur eine ausrüsten. Das ist nicht sehr viel. Ich gleich mal ausprobieren. Tötet zumindest den mit einem Schlag. Einfach mal frontal drauf. Sehr anfällig nach dem Schlag. Das hätte mich doch noch entdeckt. Für ein Level up. Ist jetzt der eine... Ja, der Kerl ist wieder da. Ich denke mal, es ist so eine Hilfe, die man sich holen kann, weil das hier wahrscheinlich ohne den du bist wie ein Rennig. Mehr oder weniger unmöglich ist, fürchte ich fast. Weil, schaut euch mal an, wie viele Gegner hier sind. Mein Name ist Nogami Genzai, den Vater der Seite des Ashina-Clans, als sie dieses Land eroberten. Boah, der Typ ist heftig. Ich
Das ist doch ein Boss, oder? Yuzo, der Trinker. Ein bisschen zu viel getrunken wohl. Das ist natürlich ein bisschen Overload hier mit den ganzen Typen. Ich versuche mal hier rauszukommen. Obwohl, dann resettet bestimmt auch der Boss, ne? Ich meine, okay, viel Lebensenergie hat er jetzt eh nicht verloren. Will zumindest die Ads, seine Kumpanen da irgendwie... Die sind halt super nervig, die beiden. Mit ihren Schildern. So, wenn er kotzt, dann... Wenn er trinkt, dann kotzt er immer eine Runde. Langsam der Typ ist mit seinem Schild. So, jetzt sind es nur noch du und ich, mein Bester. Okay. Lebe noch. Er ist recht schnell, der Typ. Fuck. Ich vergesse immer, dass ich blocken kann. Ich Dödelkopf. Das war so ein Honda-Angriff von Street Fighter. Der flachen Faust nach vorne. Oh nein. Ach komm. Okay, ich pack ihn nicht. Ich bin tot? Fuck. Ich dachte, ich hätte noch eine Wiederbelebung. Der fünfte Tod. Göttliche Hilfe? Was heißt das? Göttliche Hilfe, die Hälfte der Fähigkeitserfahrung und Zen gehen beim Tod verloren, aber in den seltenen Fällen lässt sich dies verhindern. Die göttliche Hilfe der Gottheiten und Buddhas kann dich vor dem Verlust bewahren. Die Chance auf göttliche Hilfe findest du im Pausenmenü. Ach, okay. 30%. Was heißt das jetzt genau? Heißt das, dass es nicht verloren ist, wurde? Heißt das, dass ich das einsammeln muss, so wie bei... wie bei Dark Souls? Oder heißt das, es ist jetzt einfach nicht verloren? Ich habe die Seelen behalten. Man muss schon sagen,
Die Gegner hier im Spiel, die Bosse vor allem, die erfordern schon einiges. Oh, diese Bogenschützen, ja, die sind so lächerlich. Kumpel schon weg, ne? Oh, Hilfe! Er kotzt uns voll. Wenn ich das blocke, dann kriege ich halt ultimativ viel Haltungsschaden. Habe ich. Aber der Gute hat noch einen Lebensbalken. Das war falsch. Das war die falsche Taste. Und vielleicht kann ich ihn ja anzünden oder sowas. Schaden gemacht. Eine kurze für dich. Was hat der da eigentlich hinten hin? Ich mache ihm halt zu wenig Schaden.
Rücken mit seinem angekotzten Schwert. Also das Blockieren ist eher so eine Maßnahme. Notsituation. Kotzt er wieder sein Schwert an. Was passiert denn, wenn ich hier mitschieße? Also so viel Lebensenergie hat er ja gar nicht mehr. Wenn ich das aussitze, kann ich das vielleicht sogar schaffen. Mein Puls geht langsam hoch, weil ich merke, ich könnte ihn schaffen. Ich muss auf meine Stance aufpassen. Nein. Bitte lass mich nicht da irgendeinen Gegner jetzt noch geaddet haben. Nein! Okay, wartet mal. Ich habe noch eine Wiederbelebung. Ich muss ihn jetzt besiegen, weil ich sonst... Ich bin tot. Nur wegen diesen Ads. Wenn die nicht gewesen wären, hätte ich noch Zeit gehabt. Ich muss ihn jetzt besiegen, sonst wären die geaddet und dann hätte ich gar keine Chance mehr gehabt. Oh, ist das ärgerlich, ey. Oh, Zwischensequenz. Nicht gut. Es scheint, das Schicksal will dich immer noch nicht tot sehen. Fäule-Essenz. Von irgendwoher ertönt ein gequältes Husten. Der hustende Mann fertigt wie besessen Buddha-Statuen an, um nicht von den Flammen verzehrt zu werden. Der Besitz dieses Objekts reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erhalten. Fäule-Essenz, ängstliche Dienerin. Von irgendwoher ertönt ein gequältes Husten. Das Husten von Keuchen einer alten Frau, die sich um ihren geliebten Herrn sorgt. Der Besitz dieses Objekts reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erhalten. Schön.
Je öfter jemand mit der Macht des Drachenerbes stirbt, desto weiter verbreitet sich die Krankheit namens Drachenfäule. Das Husten und Keuchen überall ist Beweis, dass jemand, der mit dem Wolf zu tun hatte, erkrankt ist. Je mehr Fäuleessenz du hast, desto geringer ist deine Chance auf göttliche Hilfe. Schön, das heißt, je häufiger ich sterbe, desto schwieriger wird das alles. Schön. Da haben sich die Macher ja wieder was Schönes überlegt. Wenn man es nicht eh schon schwer genug hat, wird der Schwierigkeitsgrad nochmal angehoben für die Leute, die es nicht schaffen. Sehr schön. Und wir haben 2 Skillpunkte, die wir verteilen können. Um das zu bekommen, muss ich ja sowieso hier die Kammerkörper erhöhen. Es wäre halt echt nicht verkehrt, hier diesen Hauch des Lebens mir zu gönnen irgendwann. Oder jetzt als nächstes vielleicht sogar schon. Ja. Gut, ich würde sagen, ich mache ein kleines Päuschen, liebe Leute. Nachher soll es nochmal weitergehen mit dem Stream. Werde ein bisschen was essen und ja, mit Sicherheit werden wir irgendwann diesen dicken Fettklops besiegen können, würde ich behaupten. Nicht zuversichtlich. Also, bis später. Danke fürs Einschalten. Schreibt mir gerne in die Kommentare und auf YouTube, meine ich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Shot.